Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Heute gibt es mal wieder ein kleines Grundlagenvideo für euch. Und zwar zeige ich euch heute das Nadelspiel mit fünf Nadeln eigentlich. Vier seht ihr hier schon drauf, mit der fünften werde ich gleich aktiv stricken. Ja, kurzer Hintergrund dazu. Ich dachte, ich stricke jetzt so gut ein Jahr. Ich habe vorletztes Jahr so zwischen den Jahren angefangen. Und ich wollte mich jetzt mal an Socken versuchen. Und Socken werden ja klassisch mit dem Nadelspiel gestrickt. Ich weiß, es gibt inzwischen auch andere Möglichkeiten, auch mit Rundnadeln, mit ganz kleinen oder mit anderen speziellen Nadeln dafür. Aber ich dachte, ich starte einfach mal mit den ganzen Nadeln. Insgesamt 5 Stück, seht ihr hier, habe ich hier auf der Hand. Hier die momentan die Maschen drauf sind jeweils 6 Maschen pro Nadel, sind eben 4 Stück, die das Ganze hier halten, also die kurze Runde. Das ist so ein kleines Teststück, was ich schon mal gestrickt habe. Falls ihr euch fragt, wofür braucht man überhaupt das Nadelspiel? Das Nadelspiel braucht man, um kleine Kreise, kleine Runden zu stricken. Geht natürlich auch mit so einem Nadelsystem, aber da sind natürlich Grenzen gesetzt, weil einfach die Nadeln alleine schon eine gewisse Länge haben. Ich habe hier auch die langen drauf, ich habe auch noch kürzere Spitzen. Da werden dann immer hier die Bänder zugeschraubt und das Ganze ergibt dann eine gewisse Länge, die man dann natürlich auch in Runden stricken kann. Aber da ist, wie gesagt, dann auch eine Grenze gesetzt, wie klein das Ganze werden kann. Alleine, wie gesagt, schon durch die Länge der Nadeln. Und das habe ich hier eben bei dem Nadelspiel nicht. Da kann es wirklich ganz klein werden. Deswegen werden so auch die Spitzen von Mützen gestrickt. Gibt es natürlich auch andere Methoden, aber es ist eine einfache Methode. Und ich habe mir jetzt hier diese 2er-Nadeln, 2,5er-Nadeln bestellt für Socken tatsächlich. Und habe hier gerade mal so ein bisschen Wolle drauf und zeige euch jetzt als erstes mal, wie damit überhaupt gestrickt wird. So, ich habe hier jetzt den Arbeitsfaden auf der Hand und es geht dann links davon weiter. Ich habe hier meine 5. Nadel auf der Hand. Ich stricke rechte Maschen und stricke einfach die Maschen ganz locker hier ab. Und ihr seht, die Maschen kommen jetzt auf die neue Nadel drauf, auf die 5. Und die ich jetzt tatsächlich genommen habe, wo ich abgestrickt habe, die fällt jetzt raus. Die habe ich jetzt als neue 5. Nadel wieder zur Verfügung. Und ich gehe jetzt einfach weiter, schiebe die Nadel hier durch und stricke hier weiter. Also grundsätzlich eine ganz einfache Methode. Sieht einfach nur ziemlich beängstigend aus, finde ich, mit den ganzen Nadeln und den ganzen Spitzen. So, diese Nadel ist dann auch wieder drin. Und ich konnte es mir auch nicht so ganz vorstellen, dass die Nadeln nicht rausrutschen. So zum Beispiel diese Nadel hier, dass die nicht einfach wegrutscht und das Ganze dann einfach auf dem Tisch liegt, die Maschen lose. Nee, das funktioniert sehr gut, ist mir bisher nicht passiert. Ist, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe, tatsächlich auch mein erstes Nadelspiel. So, die habe ich auch abgestrickt. Hier wieder durchschieben. Und es ist auch einfach, die Orientierung zu behalten, weil man sich einfach immer tatsächlich am Faden orientiert. Und dort, wo der Faden ist, wird eben auch gestrickt. Die 6 habe ich auch. Wieder eine Nadel frei. Und weiter geht's. So, die 6 habe ich auch.
Und dann geht es weiter mit der nächsten Nadel. Ich glaube, ich habe jetzt so 4 oder 5 Abschnitte gestrickt. Das Prinzip ist, glaube ich, klar. Es geht immer einfach der Reihe nach weiter. Und so wächst die Runde eben weiter. Beziehungsweise wächst es Runde für Runde weiter. Ein schönes Maschenbild bekommt man. Wie gesagt, alles in rechten Maschen gestrickt hier von mir. Sind natürlich so auch linke Maschen möglich oder auch Muster. Und ja, das ist so grob die Methode, wie überhaupt gestrickt wird und auch die Funktion. Und jetzt zeige ich euch natürlich auch noch, wie ich anfange überhaupt. Dafür ziehe ich einmal alle Nadeln einfach raus. Wie gesagt, das hier ist so ein kleines Teststück. Das werde ich einfach wieder aufribbeln. Seht ihr jetzt hier einfach die losen Maschen. Das kommt einmal zur Seite. Und ich habe hier noch ein weiteres Reststück Wolle. Damit starte ich jetzt. Ich habe hier meine 5 Nadeln. In dem Pack, das ich gekauft habe, war noch eine 6. Nadel dabei. Entweder als Ersatznadel oder wenn man das Ganze ja, wahrscheinlich auch auf 5 Nadeln aufteilen kann, sollte eigentlich kein Problem sein. Kann man bestimmt auch machen. Ich zeige es euch jetzt einfach mit 4. Und los geht's. Ich habe hier eine Nadel und fange erstmal an, Maschen aufzunehmen. Das Ganze geht natürlich kürzer, länger, da könnt ihr an Zahlen ganz einfach machen, was ihr möchtet. Das Wichtige ist nur, dass es gleichmäßig auf die 4 Nadeln aufgeteilt wird. Wie gesagt, wenn ihr, ich habe ja eben erwähnt, vielleicht macht man das Ganze auch mit 5 Nadeln. Wenn ihr dazu mehr wisst, könnt ihr mir das Ganze gerne in die Kommentare schreiben. Beim Stricken, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, bin ich auch immer für Tipps und Hinweise sehr dankbar. Und ja, 6 habe ich hier drauf. Jetzt geht es weiter. Jetzt kommt die 2. Nadel dazu. Die lege ich jetzt hier so auf Kreuz drauf. Dann nehme ich den Faden wieder in die Handhaltung und nehme jetzt an dieser Nadel Maschen auf. Und Nummer 6. Ihr seht, das geht einfach nahtlos hier von der einen Nadel auf der anderen weiter. Ich schiebe das immer so ein bisschen weiter, dann rutscht es mir auf keinen Fall raus. Auf beiden Nadeln sind jetzt 6 Maschen, insgesamt habe ich 12 schon. Dann kommt die 3. dazu. Wieder den Faden auf die Hand. Ich habe hier jetzt diesen Verlauf und ich kann das jetzt schon wie so ein kleines Quadrat legen. 1, 2, 3 Seiten habe ich. Jetzt kommt Seite Nummer 4 dazu. Und auch hier Nummer 6. Dann habe ich insgesamt 24 Maschen verteilt auf meine 4 Nadeln. Ihr seht, ich muss sie jetzt so ein bisschen wieder sortieren, dass das auch alles Sinn macht. Aber davon darf man sich halt überhaupt nicht erschrecken lassen. Sind halt eigentlich nur 24 Maschen, schön verteilt, alles schön gleichmäßig. So ist der Verlauf. Darauf achten, dass keine Verdrehungen drin sind. Und dann lege ich es einmal auf den Tisch. Einfach zur besseren Übersicht. Und dann natürlich die Frage, wie geht's weiter? Jetzt kommt die 5. Nadel wieder ins Spiel. Ich lege jetzt den Faden, den Arbeitsfaden, einmal hinter die gesamte Arbeit und habe hier die 1. Masche, die ich aufgenommen habe, kann man ganz gut erkennen, in Rot. Ich schiebe die Nadel jetzt hier schön zur Seite raus. Die andere Nadel, die hier von den letzten Maschen, die ich aufgenommen habe, kommt, liegt oben drüber. Und ich steche jetzt hier in die 1. Masche ein und hole mir den Faden durch. Der gehört natürlich dahinter. Und habe ihn jetzt auf meiner neuen Nadel.
Zweite Masche auch einfach durchziehen. Dritte Masche, alles wird natürlich rechts gestrickt. 4. Und Nummer 6. Damit habe ich dann meinen ersten kleinen Abschnitt hier schon abgestrickt und habe eine neue Nadel frei bekommen. Dann hier das Ganze ein bisschen reinschieben, dass hier auf keinen Fall was rausrutschen kann. Hier die Nadel wieder zur Seite schieben und die nächsten 6 Maschen abstricken. Ein bisschen Faden nachholen. So, und auch diese 6 habe ich abgestrickt. So, und dann komme ich in den nächsten Abschnitt. Das ist der letzte, den ich noch nicht einmal gestrickt habe. Wieder eine weitere Nadel frei. Und ihr seht, eine Reihe kommt oder eine Runde eher komplett abgestrickt. Der andere Faden, der hier übrigens immer rumhängt, ist der Anfangsfaden. Und hier geht es jetzt einfach mit der zweiten Runde weiter. Hier ist wieder eine Nadel frei. Hier lässt sich jetzt das rechts gestrickte Muster auch schon schön erkennen nach 2 Runden. Alles natürlich sehr klein. Hier einmal die Position der Nadeln gewechselt. Einfach von oben nach unten getauscht. Die nächsten 6. Das mache ich jetzt noch ein paar Runden weiter und zeige euch dann natürlich noch mal das Zwischenergebnis. Aber so funktioniert grundsätzlich der Anfang mit dem Nadelspiel. Hier könnt ihr jetzt auch noch mal in dieser Farbe das Muster wirklich schön sehen. Einfache rechts gestrickte Maschen, das Ganze eben in Runden. Und ja, so kann man eben das Nadelspiel sehr, sehr schön benutzen. Ihr habt gesehen, insgesamt 24 Maschen. Es sieht ein bisschen erschreckend aus mit den ganzen Spitzen. Allein hier mit den 4 Nadeln, 8 Spitzen. Dann hier natürlich noch mal 2 an der 5. Nadel. Und ja, aber es ist tatsächlich so, man darf sich nicht einschüchtern lassen. Es ist so, man kann die restlichen Nadeln einfach ignorieren. Man strickt tatsächlich immer nur mit 2 Nadeln. Also ich mache jetzt hier weiter und kann wirklich alle anderen drei Nadeln einfach hängen lassen. Da passiert überhaupt nichts mit. Man muss natürlich immer wieder ein bisschen darauf achten, dass das Ganze sich nicht irgendwo rausschiebt. Also dass es nicht irgendwo so gefährlich zur Seite rutscht oder so und dann hier tatsächlich was verloren geht. Deswegen die Nadeln immer schön mittig halten, aber sonst ist das Ganze wirklich ganz wunderbar einfach, lässt sich wirklich schön stricken und macht auch wirklich Spaß, finde ich. Ja, und ich hoffe, dass ich so dann bald auch meine ersten Socken stricken werde. Wenn ihr Tipps zum Thema Sockenstricken für mich habt, schreibt sie auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Ich bin schon sehr gespannt. Ich halte euch da auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Und ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wenn so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dafür natürlich einfach unten den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Tschüss!